Der Dresdner Kreuzchor hat einen neuen Kantor und der ist kein Unbekannter, im Gegenteil. Dresden ist für ihn ein bisschen wie nach Hause kommen. Martin Lehmann war selbst Mitglied des Kreuzchors. Eigentlich wollte er nach dieser Zeit Medizin studieren. Nach einer langen Reise durch Südamerika aber entschied er sich endgültig für die Musik und studierte Chordirigieren an der Musikhochschule in Dresden. Als Chorleiter verschlug es ihn zwischenzeitlich nach Bayern. Nun ist er wieder da, und zwar genau dort, wo für ihn 1983 alles begann. Martin Lehmann, der neue Kreuzkantor, der 29. seit der Reformation. Der berühmteste Chor in Dresden, er ist ihm vertraut. Nichts hat der einstige Kruzianer vergessen, nicht die Atmosphäre auf den Konzerten, die vielen Reisen, die Proben jeden Tag. Ich kann ziemlich genau die Plätze beschreiben, wo ich saß. Ich saß zweite Reihe erst da. Dann war ich Alt 1 in der Mitte der dritten Reihe, Alt 2 Stimmführer. Und dann nach meinem Stimmbruch ganz oben in der Ecke als Bass 1 neu eingestiegen. Und in der Mitte dann am Ende als Zwölftklässler im Bass 2 als Stimmführer. Das weiß ich noch sehr genau. Am heutigen Tag tritt er ganz offiziell sein Amt an. Kennengelernt hat er die 140 Jungen schon letzte Woche im Chorlager auf der Burg Ludwigstein im Hessischen. Traut man dem ersten Blick, scheint die Chemie zwischen den Kruzianern und ihrem neuen Kantor zu stimmen. Ich finde die Probenart, wie er probt, mit uns sehr gut. Er greift uns auch, so dass wir gerne fröhlich mitproben, und das macht echt sehr viel Spaß, ja. Alleine, dass auch Herr Lehmann jetzt etwas strenger ist, und das ist auch gut so, weil vorher war das auch manchmal so, ja, ist halt jetzt Probe und alles entspannt und sowas, aber jetzt lernt man, glaube ich, auch viel mehr und viel schneller. Martin Lehmann ist sehr chorerfahren. 10 Jahre leitete er den berühmten Winsbacher Knabenchor. Beide Chöre eint der reine, strahlende Chorklang. Ein Klang, der nur mit harter Arbeit zu erreichen sei. Wir sind als Dresdner Kreuzchor natürlich ein Chor, der sich auch im Leistungsanspruch verschreibt. Und das wissen alle, egal ob Musiker oder Sportler oder sowas. Natürlich braucht es auch die Auseinandersetzung mit Freude, aber Intensität. Und Intensität heißt im besten Sinne eben auch gute Probenarbeit machen. Fragt man den gebürtigen Mecklenburger, was ihn an seiner neuen Aufgabe besonders reizt, schwärmt er von der Kulturstadt Dresden und den vielen musikalischen Verpflichtungen des Chores. Und natürlich ist es so, wenn man angefragt wird, ob man quasi die Leitung des Chores übernimmt, in dem man selber als Kind gesungen hat, kann man sich eigentlich, sag mal, kaum entziehen. Die erste offizielle Chorprobe mit seinen Jungs bewegt Martin Lehmann tief. Es ist natürlich wunderschön. Ich habe 1992 Abitur gemacht und jetzt also 2022, nach 30 Jahren, bin ich quasi hier als neuer Kreuzkantor. Das ist schon ein total verrücktes Gefühl. 48 Jahre ist er alt. So Gott will, leitet er von nun an 20 Jahre lang den Dresdner Kreuzchor. Da wünschen wir viel Erfolg bei dieser spannenden Aufgabe.